Liebe Retro-Fans, ein Traum wird wahr. Am 11. Mai 2024 kommt der erste Turtles-Film von 1990 für ein Event zurück ins Kino. Aber nicht nur das. Star-Regisseur Steve Barron, der nicht nur den ersten Turtles-Film gedreht hat, sondern auch viele Music-Video-Klassiker wie Michael Jackson, Billie Jean, kommt extra für dieses Event. Erlebe Turtles von 1990 endlich wieder im Kino mit dem Regisseur, stelle nach dem Film deine Fanfragen und mache danach noch ein Selfie mit Steve Barron. Dies ist eine einmalige Gelegenheit. Moderiert wird das Event von Sean David und Daniel Schröckert. Es gibt nur eine kleine Anzahl an Tickets. Bestelle dein Ticket jetzt auf www.legendsofcinema.com. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sean David TV mit Robert. Ach, danke. Ich Das fängt ja gut an, das Quiz hier. Ja, und Jean David. Ja. Französischer Austauschstudent. Ja, liebe Leute, ihr habt ja im Titel gesehen, heute haben wir ein Quiz wieder für euch. Und zwar duellieren sich heute Robert und meine Wenigkeit im Bereich 80er, 90er Jahre Cartoons. Und ja, mit moderiert bzw. gequizt werden wir von unserer guten, lieben Produzentin Jazz, die hinter der Kamera sitzt. Hi Jazz. Hello, hello. Ja, du hast dir die Fragen rausgesucht, hattest absolut keinen Bock, weil es viel Arbeit ist, aber ich habe dich genötigt, es zu machen und bin auch sehr, sehr happy. Ja, wie viele Fragen hast du denn insgesamt ausgesucht, weil das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ich bin auf 20 gekommen. 20, okay. Das heißt also, im Worst Case landen wir bei 10-10 und es ist immer abwechselnd, richtig? Genau. Okay, sollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen, wenn wir anfangen darf? Bevor wir anfangen, möchte ich noch ganz kurz was sagen. Das ist mein erstes Quiz vor der Kamera. Und es ist ganz interessant, weil ich immer bei so einem Format auch mitmachen wollte. Also erstmal dafür vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das Ding ist, dass ich sehr viele Quiz-Sendungen bei YouTube auch gucke und mir immer denke, schön entspannt auf der Couch, wie kann man das nicht wissen? Und ich weiß das doch. Ja, wirst du gleich sehen. Genau. Jetzt vor der Kamera was komplett genau. Anderes. Schon mal, falls ich hier völlig baden gehe, dann liegt es daran. Ja, und falls ich völlig baden gehe, wird es nicht ausgestrahlt. Also von daher alles super. So, Schnick, Schnack, Schnuck, ohne Brunnen. Ja. Schnick, Schnack, du bist Schere. Gut, hätten wir das geklärt. Das heißt jetzt, du fängst an, ich oder? Ich darf anfangen, ja. Liebe Jazz, dann hau mal raus mit der ersten Frage. Vorab, ich habe ein paar Fragen rausgesucht, wo es halt auch Antwortoptionen für euch gibt. Mhm. Ne? Also das sind dann halt eher die leichteren und die anderen sind natürlich halt ohne Option. Aber es ist machbar. Also okay. Keine Sorge, Robert, das schaffst du. Ich bin gespannt. Keiner kümmert sich um mich und keiner macht sich Sorgen, dass ich hier ablose. Aber okay, gut, dann hau mal raus. Also, Frage Nummer 1. Welchen Glücksbärchi gibt es nicht? A. Kicherbärchi, B. Upsi-Bärchi oder C. Brummibärchi? Okay, das ist ziemlich, ziemlich mies, weil es gibt Brummbärchi. Steht da wirklich Brummibärchi? Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Brummbärchi. Ja, das ist der Blaue. Das ist der immer schlechte Laune hat. Also den kann ich schon mal ausschließen. Die anderen waren Upsi-Bärchi und Kicherbärchi. Genau. Ich meine, Kicherbärchi gibt es auch. Ich hätte jetzt Upsi-Bärchi gesagt, weil Upsi-Bärchi klingt auch echt scheiße. Ja, sag. Kicherbärchi. Echt? Gibt es nicht. Es gibt Upsi-Bärchi? Ja. Alter, ich bin so froh, dass du diese Frage hattest, weil ich mit den Glücksbärchis absolut nichts anfangen konnte. Noch nie. Ich liebe die Glücksbärchis, aber ich habe noch nie von... Ja, deshalb habe ich eigentlich gedacht, dass du es wüsstest. Ich habe noch nie von Upsi-Bär... Wer ja, zum ich Geier... auch nicht. Okay, da du die Videos ja also bearbeitest... Also ich recherchiere dann nochmal, ja, genau, ich werde das Bild einblenden. Genau, bilde mal das Bild dann da ein, weil who the hell ist Upsi-Bärchi? Okay, aber gut, 0-0 nach wie vor. Also wenn das Liebe ist und du Upsi-Bärchi nicht kennst, dann weiß ich nicht... Ja, also, ich glaube, dann ist meine Liebe eher stiefväterlich, ja. Aber das ist auch okay. Alright. So. Okay, Robert, die zweite Frage geht an dich. Welche Trickfilmfigur sagt immer Miep, Miep? Echt jetzt? Ja, ich habe ja gedacht, du kannst die Glücksbärchi-Frage beantworten. Boah, ist das unfair, okay. Komm, ich habe sie schon einfach gemacht. Ja, also es kommt mir extrem bekannt vor, ich glaube, ich bin aber gerade auf dem falschen Dampfer, weil ich habe gerade Dings... Das weißt du nicht? Ich habe gerade... bin ich doof? Also höchstwahrscheinlich jetzt gerade. Ich habe eine Serie im Kopf, die du nicht leiden kannst. Also ich mag die Serie, über die es jetzt gerade ist. Gibt's einen Countdown?
Damit ich mir den Punkt hier klauen kann. Bin ich doof? Nein, diesmal nicht. Es kommt, also, ja, dieses Miep Miep kommt mir total bekannt vor. Und wenn ich jetzt gleich die Antwort wahrscheinlich höre, dann... Kannst du an mich übergeben, weil du es nicht hinkriegst? Ich will den Punkt unbedingt haben. Bin ich total doof? Also, ich kann ja sagen, was ich jetzt gerade zuerst im Kopf hatte, war Bumpidi-Boo. Da weiß ich aber, dass du das total scheiße findest. Ja, damit ist es falsch, ne? Ja, es ist falsch, komm. Ja, bevor es ich ist Roadrunner. Ja! Um Gottes Willen! Ja. Um Gottes Willen, aber wirklich der Roadrunner, Mann! Ich war total bei einem Auto halt, ne? Weißt du, so, und der Robert, der zu Hause sitzt und sich diese Folge genau, anguckt, ja. Wie kann er das nicht wissen? Auf jeden Fall, ja, klar, der Roadrunner, Boah, Bumpidi-Boo, okay, der ich erste hasse. Punkt geht an Sean. Ist das echt 80er, 90er? Ja, Roadrunner ist doch schon steinalt, oder? Ich hätte jetzt auch gesagt, dass es älter ist, aber je nachdem, in welchem Showformat es halt ist. Also es gibt ja auch Looney Tunes Formate, wo ja, die halt in den 80ern oder 90ern gemacht worden sind. Also ja, I don't know. Ich weiß es nicht. Musst du mit der Produzentin hier... War schon mal ein guter Einstieg jetzt. Sehr gut. Also ohne Abstauben dann, oder was? Ja, ich habe abgestaubt. Ach, du hast abgestaubt. Ja. Okay, alles klar. Kurz. Okay, dritte Frage schon. Wer war der Hauptbösewicht bei den Thundercats? Mumion. Das hätte ich gewusst. Haben wir sogar noch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wie wir Thundercats mögen, ne? Ja, okay. Ja, super geiler Bösewicht. Wobei ich natürlich seine Verwandlung dann halt noch geiler fand. Mhm, ne? So, ja. Das war. Also, das muss man ja auch echt sagen. Das ist auch das, was mir. Wenn mich jemals jemand fragen würde, von wegen, okay, belege mir oder erkläre mir so die Faszination der Kinder-Action-Serie in der 80er, was so geil daran war, ich würde immer sagen, die Verwandlung, egal ob es jetzt beim Bösewicht oder beim Super oder beim Helden war, aber immer diese Transformationen, die passiert sind, war, du wusstest jede Folge, es kommt und du hast jede Folge darauf gewartet, dass es passiert und es war immer das Highlight der Folge. Jetzt werde ich mich wahrscheinlich bei vielen unbeliebt machen. Ich fand aber auch die Nummer mit dem Schwert, also dieses Thunder, ja. Thundercats, fand ich immer viel cooler als Dingsbums He-Man mit seinem Weitermacht von Grayskull. Okay, ja, pass auf, du würdest dich unbeliebt machen, weil die He-Man-Community halt echt ja, nichts das vergibt. Das musste ich ja auch schon leider erfahren. Pass auf, jetzt kommt eine He-Man-Frage. Ja, wahrscheinlich. So, und ich liebe ja selber He-Man, aber es ist schwierig. Also ich bin ja selber voll das He-Man-Kind. Mhm. So, und wenn ich vergleichen müsste, welche Verwandlung ich besser finde. Es ist echt schwierig, es gibt mir beides Gänsehaut. Aber ich kann das natürlich voll akzeptieren, wenn du halt eher Thundercats bist. Aber ich finde beides halt mega geil. Hauptsache lange Schwerter und Männer in den Unterhosen, das ist mein Ding. Yeah! Und schlechte Frisur. Und super Friesen, ja. Okay, weiter geht's. So, komm, demütige mich. Okay. Ja, gerade zum Thema hier, Stichwort Verwandlung. Mhm. Vierte Frage. Wann verwandelte sich der Hauptdarsteller von Turbotin in ein Auto? Option A, wenn er wütend wurde. B, bei Berührung mit kaltem Wasser. Oder C, bei Berührung mit warmem Wasser. Also auf jeden Fall irgendwas mit Wasser. Weil bin ich jetzt der Meinung, ja, aber was kaltes oder warmes Wasser? Ich sag jetzt warmes Wasser. Gut, gehe ich ja schon mal nicht mit einer Null, nach Hause. Hättest du es gewusst? Ja, natürlich. Ja? Ja, aber du hast jetzt geraten, ne? Also, das mit Wasser hatte ich schon irgendwie im Kopf, aber wirklich warm oder kalt. Okay, weil mich wundert es, dass du es überhaupt kennst. Turbotin ist mega cool gewesen. Okay, wir werden irgendwann mal eine Folge darüber machen, so was sind so die am schlechtesten gealterten Zeichentrickserien aller Zeiten. Turbotin ist ganz, ganz weit vorne dabei. Ich hab schon ewig nicht mehr geguckt, ja, aber als Kind habe ich... Belass es dabei, weil als Kind war das auch, das war so der Oberhammer. Das Konzept ist auch geil. Ausführung leider voll katastrophal. Also das darfst du nicht als Erwachsener gucken. Ich habe mir echt eine ganze Menge damit kaputt gemacht. Ich war echt erschrocken, wie schlecht es gealtert ist. Okay, krass. Ja. Ja, aber ich finde es krass, dass du es halt kennst, weil es, wie gesagt, es lief halt nicht ewig lang. Ne? Also es war halt echt so eine Sendung, lief halt 2 Jahre und dann nie wieder gefühlt. Das stimmt, ja. Also besonders langlebig war die ganze Nummer nicht, ne. Naja. Gut, wie viel steht's jetzt? 2-1? 2-1 für dich, Sean. Okay, Goody. Okay, die nächste Frage geht auch an dich, Sean. Welche Zeichentrickfigur stärkt sich mit Spinat? Echt jetzt? Ich würde eigentlich aus Joke jetzt gerne irgendwas total Abstruses sagen, was so ganz, ganz weit weg ist, aber dann ist der Punkt weg. Popeye. Okay, ja, das ist... Gespielt in Real von? Robin Williams. Total auf Koks.
Also Robin Williams konnte ja alle spielen, ne? Da, das war nicht das, wo er für perfekt gewesen ist. Ja, das war auch eine seiner ersten Rollen. Also ja, aber der, halt der wirklich, wirklich unter Drogen ist unter das Dach. Übelst krass. Ja. Aber ja, Popeye war auch eine ikonische Figur. Ich finde es auch krass, dass das auch wieder, also du hast die Fragen ja aus dem Internet zusammengesucht. Ich finde es krass, dass das bei den 80er Jahren wieder gelandet ist. Aber vielleicht gab es auch wieder eine Folge oder eine Serie, wo Popeye in den 80ern gedreht wurde. Ich meine, da stand sogar, dass die Zeichentrickserie Ende der 80er. Okay. 89 oder so hatte ich da. Ja, also es gibt ja mehrere Serien dazu. Aber das ist zum Beispiel auch wieder, was ich finde, was so ein interessantes Phänomen ist. Also zu meiner Jugendzeit ich bin aufgewachsen mit Zeichentrickserien, die weit vor meiner Geburt schon populär waren. Hier auch Flintstones zum Beispiel, Yogi Bear, Tom und Jerry und so weiter. Das waren ja Dinger, die waren ja schon 30, 40 Jahren schon quasi am existieren. Calimero war auch uralt. Ja, hier Popeye ist auch einer so der ersten Figuren, die ich so mit kennengelernt habe. Und ich hatte immer das Gefühl so von wegen, okay, das sind so Figuren, die ähnlich wie Mickey Mouse, die werden nie aussterben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dass viele der Figuren, die für uns ikonisch waren, trotzdem jetzt so ein bisschen verschwinden. Ich glaube, Popeye ist jetzt auch nicht mehr so bekannt, wie es früher mal der Fall war. Glaube ich auch, ja. Und was ich auch immer mehr lese, leider Gottes, ist ja dieses Gewalt in Trickfilmen halt, ne? Dieses Tom und Jerry Ding, dass sie sich gegenseitig ständig auf die Fresse hauen und sich ein Klavier auf den Kopf schmeißen und so. Ja, weiß ich nicht. Wie oft haben wir es dann versucht, als wir gesehen, oh, der schmeißt ein Klavier auf den Kopf, versuche jetzt auch mal. Genau, das denke ich mir halt immer. Hat es uns geschadet? Also, so, nee, ich hab's noch nie versucht, ein Klavier auf den Kopf zu haben, abgesehen davon, dass es viel zu schwer ist. Aber also selbst als Kind habe ich gerafft, okay, Zeichentrick, ich nicht nachmachen. Ja, genau. Ja, sollte man eigentlich meinen, aber na gut, ja. Ja, wir sind in einer sehr soften Zeit leider, wo wir die Balance wir haben einfach die Balance nicht gefunden. Also es mag vielleicht sein, dass vielleicht früher ein paar Sachen einfach zu krass waren, da sage ich auch gar nichts gegen, aber da, wo wir uns jetzt gerade befinden, also diese zu weiche Wattebällchen-Kultur finde ich halt auch ganz, ganz, ganz schlimm. Aber Thema für eine andere Sendung, und ich weiß, jetzt habe ich schon 5 Abonnenten verloren, weil ich den Satz gesagt habe, aber ey Leute, Sean David TV, immer 100% ehrlich. Wie viel steht's? Ich habe 3-1, ne? 3-1, genau. 3-1. Echt? Erst 3-1? Mhm. Hallo? Hatte ich nicht jetzt den vierten Punkt eingesammelt? Nee, du hattest vorher 2-1. Fühlst du 8-1 oder so? Du hast doch erst 3 Fragen bekommen. Ja, fühlst du trotzdem 8-1? Nein, 3-1? Okay, alles klar. Gut, nehme ich. Okay. Robert? Ja? Wer zieht schneller als sein Schatten? Das müsste ja Lucky Luke sein dann, ne? Asterix. Ja, krass. Auch einer der Figuren, die halt zu meiner Jugendzeit so mit zu den größten Zeichentrick und Cartoon und Comic-Stars überhaupt gegolten haben, finde halt auch ein bisschen abgenommen. Ist generell, glaube ich, echt schwierig. So, ich glaube, so die größte Konstante ist halt wirklich so Mickey Mouse und so, also die Disney-Dinger halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Lucky Luke, dem wurde ja damals schon verboten, dass er nicht mehr rauchen darf. Ja, das genau, den Wandel habe ich mitbekommen, weil ich hab noch die Cartoons gesehen, wo er noch am Rauchen war. So, und dann halt auf einmal nicht mehr. Ja, ich bin ehrlich, fand ich jetzt nicht so schlimm, den Wandel. So, aber ja, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Das wird so dieses schwierige Ding dann, ne? Wie fandst du den Film mit Terence Hill? Nicht so gut, obwohl ich Terence Hill, das Ding, also ich würde nie etwas scheiße finden, wo Terence Hill mit drin spielt, weil dafür liebe ich Terence Hill einfach zu sehr. Und ich finde auch, dass er an sich eigentlich eine gute Besetzung ist für Lucky Luke, auch wenn er optisch jetzt nicht so aussieht wie die Vorlage. Die waren jetzt nicht so gut, auch wenn ich sie hier habe. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe die nicht, ich fand's aber okay. Also kann man gucken, war jetzt kein übelster Rohrkrepierer. Finde ich. Nee, das nicht. Aber es ist immer so schwierig, ne? Wenn du Figuren halt hast, die gespielt werden von Schauspielern, die halt nicht, also weit entfernt von der Optik her sind, von der Vorlage. Naja. Habe ich mich eh mal ein bisschen schwer getan. So, ich verzeihe dann halt auch oft so, wenn das Gesamtwerk mir gefällt. Aber natürlich im Optimalfall wünscht man sich halt, okay, der Schauspieler sieht halt aus wie Lucky Luke. Man muss halt gerade bei solchen Sachen, die adaptiert werden, immer so ein gesundes Mittelmaß finden halt. Ne? Man darf ja auch nicht irgendeinen Schauspieler nehmen, der zwar 1:1 so aussieht, aber einfach nichts kann. Ja, genau. Das ist halt immer so die Schwierigkeit dabei. Schauspieler zu finden, der so aussieht und dann auch noch spielen kann. Ne? Genau, ja. Und dass es nicht am Ende aussieht, einfach wie ein Cosplay, so ein billiges. Ja. Auch noch so ein Cosplay, auch nicht schlecht. Ja, ist ja leider Gottes so. Ja, gut.
4-2 für mich? Ja. Okay, gut. Okay, Sean. Ja, Mickey Maus. Nee. Ah, okay. Ja, vorbei. Ja, vorbei. Eine Insel mit zwei Bergen. Mhm. Welche Kinderserie Jim beginnt Knopf. So? Genau. Eine Insel mit zwei Bergen. Und einem tiefen, tiefen Tal. Soll ich mal was sagen? Weißt du das noch, dass das in den 90ern ein Dance-Hit war? Und der lief sogar bei Ballermann 6, lief das sogar, als sie auf Mallorca waren, lief sogar der Song noch drin. Wir hatten es damals als Jugendliche immer auf Frauen umgemünzt irgendwie. Ja, ja, das war auch aus dem Film, glaube ich sogar, ne? Dass das da irgendwie mal gemacht wurde als Gag. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, also ich weiß, dass das als Maxi-CD rauskam und dass das ein Hit war wieder. Hm. Und dass es dann bei Ballermann 6, als sie auf Mallorca dann waren und alle am Sangria saufen waren, dass es dann auch noch diese Dance-Version lief. Hm. Hm. Aber ja, als Kinder hat man das dann auch immer als Mädchen- und Frauenversion halt. Lustig, zwei Berge. Ja, und dann war mal zwei Berge in deiner Nähe und dann hab ich einen Schwanz eingezogen. Ja. Ist ja immer noch so. Ja, machen wir weiter? Ja, okay. 4-3? 4-2. 4-2, okay, ja. Okay, Frage Nummer 8 geht an dich, Robert. Mhm. Wie beginnt das Intro der Gummibärchenbande? Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Nee, zählt nicht. Falsche Tonlage. Leben im Wald hinter Bäumen. Aber hast du Gummibärchenbande gesagt? Gummibärenbande. Ja. Ey, das ist so krass. Ich höre das in letzter Zeit so oft, dass so viele Leute Gummibärchen wegen den Haribo-Dingern. Nee, mein Handy mit der Autokorrektur hier. Ach so, okay. Weil wir hatten ja gerade auch die Glücksbärchis. Aha. Man hatte automatisch Gummibärchen. Ah, die Gummibärchis. Das ist aber auch so ein Intro. Ich meine, man hat es als Kind gesehen, aber so, weiß ich nicht, fast 30 Jahre später, man kann es irgendwie immer noch, ne? Das ist total krass, wie sich das in das Hirn reingefressen hat. Ja, ich habe das auch schon diverse Male in Episoden gesagt. Ich habe vor ein paar Monaten zum ersten Mal wirklich bewusst mir die englischsprachige Version von dem Song angehört. Die ist so gut. Die ist wirklich so gut. Die lief echt, kein Witz, klingt nach übertreiben, aber bestimmt 100 Mal in Schleife bei mir, weil ich die so nice finde. Weil, habe ich auch im Nachhinein herausgefunden, der Sänger bei der Originalversion singt heute bei der Gruppe Toto und Toto ist einer der besten Rockbands aller Zeiten, einer meiner Lieblingsbands. So, also der Typ konnte wirklich singen und es klingt halt wirklich nice. Und es ist ein guter Song einfach. Ja, ist es auf jeden Fall. Ja. 8-1, ne, steht's? Ja, okay, gut. 4-3, Sean führt. Okay. Okay. So, Sean. Mhm. Auf welchem TV-Sender fand die deutsche Erstausstrahlung von She-Ra statt? Oh. Das ist fies. Ich schwanke zwischen zwei. Ich sag aber erstmal Tele 5. Ja, auf was wartest du? Ich dachte, du willst noch die zweite Option sagen. Aber ja. Nee, mit Tele 5 liegst du richtig. Das gibt's doch ja nicht. Mutig. Und ja, ich erinnere mich noch daran, weil wir damals kein Tele 5 empfangen haben. Das musst du dir auch nochmal vorstellen. Ey. Für mich waren echt die Helden, die damals Tele 5 empfangen haben. Ich bin ja noch in der Zeit groß geworden. Wir hatten 4 Sender. So, und RTL war schon für mich so das absolute Highlight, weil da lief Kinderprogramm. Aber generell, wer Tele 5 hatte, der konnte Saber Rider gucken, der konnte He-Man gucken, She-Ra gucken etc. Und ich habe damals Freundschaften geschlossen. Das waren Zweckfreundschaften. So. Ah, du hast Tele 5? Okay. Ja, lass mal bei dir spielen. Grüße gehen raus an Max. Ach ja, 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 charakterlich fragwürdig damals von mir, aber ja. Grüße gehen raus an viele Leute von früher. Gut. Alright. 5-3? Okay. Okay, jetzt habe ich aber eine Frage, die verwirrt mich, weil, wie du gerade gesagt hast, die Flintstones. Mhm. Die Zeichentrickserie, die stammt ja gar nicht aus den 80ern und 90ern. Stell vielleicht einfach trotzdem, vielleicht weiß es ja. Ey, komm, mittlerweile ist es eh kackegal. Hau einfach raus. Hanna-Barbera. Falsch. Okay, Robert. Welches Tier dient der Familie Feuerstein als Haustier? Na, ein Dino, ein lila, ne? Ein kleiner? Ja. Ja. Wie er mich angrinst. Willst du mich verunsichern, ja, oder was? Ich wollte, dass du nicht falsch korrigierst. Aber auch Dino? Ah, nee, doch nicht. Okay, vielleicht doch ein Hund, ja. Aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also Flintstones. Mhm. War einer der ersten, oder war vielleicht die erste Zeichentrick-Sitcom überhaupt. Und auch eine Serie, die für ganz, ganz, ganz viele Jahre
echt sehr, sehr, sehr prägnant war. Und ja, auch vielleicht ist es deswegen mit den 80er Jahren bei dir gelistet gewesen, Jazz, weil ich glaube, es gab auch eine neue Synchronisation in den 80ern oder so, keine Ahnung. Aber ey, ganz ehrlich, dann sind es halt Zeichentrickfragen aus der Vergangenheit, who cares. Hast du auch die Jetsons geguckt? War ja, ja dieselbe Produktionsfirma. Ja, ja, Hanna-Barbera, genau. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand die Jetsons immer cooler tatsächlich. Echt? Ja, und ich glaube, das wäre heute andersrum, aber ich mochte halt, klar, diesen Futuristic-Stuff, weil ich war eh immer ein riesen Zurück-in-die-Zukunft-Fan und deswegen diese Parallele zu den Jetsons hat mir halt immer sehr gefallen. Und ich fand es halt, muss ich halt auch sagen, total cool, weil ich Elroy, den Sohn, immer total cool fand, weil er diese geile Erfindung immer hatte und so. Also ich mochte die Jetsons immer mehr. Ich glaube, heute wäre ich wahrscheinlich eher Flintstones. Ich mochte Pebbles immer am meisten. Pebbles ist so süß gewesen. Pebbles und Bam Bam, ne? Ja, genau. Pebbles war ja, die war echt süß. Ja, 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 ja. Flintstones, meet the Flintstones. Und auch da wieder ein Realfilm später gekommen, ne? Mit John in Goodman. Den 90ern, glaube ich. Mhm. Und das sah halt wirklich arg nach Cosplay aus, fand ich. Also, das war ja schon. Ja, und die habe ich, also ich habe den damals einmal gesehen. Es gab ja, glaube ich, mehrere Teile. Ich habe den ersten damals einmal gesehen, weil das da noch nicht so gang und gäbe war, dass es so 8 Millionen Zeichentricksendungen verfilmt werden. Und ich war echt geschockt. Also, selbst als Kind habe ich gerafft, dass das echt nicht gut ist. Mhm. Und dann so, seitdem noch nie wieder geguckt. Von dem redet auch keine Sau mehr, ne? Also der ist wirklich irgendwie... Gibt Gründe. Ja. 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 Alrighty, Jazz. Okay, Sean führt immer noch. Moment. Ja, und sonst alles cool bei dir? Alle okay, schick, Sean. Ja. Frage Nummer 11. Mhm. Aus welcher Space-Western-Zeichentrickserie stammt die Freiheitskämpfer... Boah, ich hab's heute. Läuft. Freiheitskämpferin Nico. Galaxy Rangers. Mit einem der fettesten Intro-Songs aller Zeiten. No Guts, No Glory. Ja, mega, mega fett. No ja. Pain, No Gain. Ich bin ganz ehrlich, ich bin bis heute kein Riesenfan der Serie. Hm. Weil aber das irgendwie als bei der Geburt so Space... Geschichten verteilt worden sind, ist irgendwie bei mir so ein bisschen ja, zu wenig Körner ins Gehirn gegeben worden sein. Deswegen, ich bin auch kein Star Wars Fan, auch wenn ich immer erkenne, wie geil das eigentlich aussieht, aber irgendwie hat es bei mir nicht gefruchtet. Und bei Galaxy Rangers, ich höre den Song, finde den mega geil, ich höre generell den Score von der Serie, finde den mega geil, ich finde die Charaktere mega geil, aber ich war nie ein großer Fan und ich habe keine Ahnung, was mit mir da schiefgelaufen ist. Kurioserweise hatte ich ja, glaube ich, hier auch schon mal irgendwann im Format irgendwie erzählt, ich hatte mir diese ganzen Space-Geschichten da irgendwie auch auf Blu-ray geholt, auch Galaxy Rangers, und habe es bis heute irgendwie nicht geschafft, mir die nochmal anzugucken. Mhm. Keine Ahnung, also scheinbar ist das die Serie mit dem vielleicht wenigsten Interesse dann doch irgendwie. Bravestar habe ich zum Beispiel auch nochmal komplett durchgeknallt. Bravestar habe ich geschaut, Saber Rider habe ich mir angeschaut, Thundercats habe ich mir angeschaut. Bei Galaxy Rangers musste ich nach der dritten Folge dann erstmal Pause machen, hab dann nicht die Motivation gefunden. Ich muss sagen, für mich am besten gealtert, ich meine, Jazz, wir haben das ja auch ein bisschen zusammengeguckt da, so Silverhawks hat echt nochmal am meisten gebockt, oder? Ja. So, das hat echt mega, mega Spaß gemacht. Auch wenn die anderen Sendungen auch echt nice sind, aber Silverhawks, und ich liebe einfach diesen Titelsong. Also ey, wie oft können wir noch drüber reden, wie geil einfach diese Intro-Lieder von diesen ganzen Space-Western-80er-Songs waren. Diese ganzen Rock-Dinger, ey, leck mich am Arsch, hättest du echt ein Greatest-Hits-Album draus machen können. Auf jeden Fall, ja, ja. Und halt die meisten auch auf Englisch geblieben, ne? Ja, da ja, wurde nichts übersetzt. Gott sei Dank, ey, ja. Da, weißt du, so oft wir auch manchmal Synchro-Studios und so weiter kritisieren, da, ey, Gott sei Dank habt ihr gerafft von wegen, okay, von den Dingern lassen wir die Finger und lassen sie so, wie sie sind. Ja. Weil das hätte echt nur in die Hose gehen können. Ich glaube auch, dass zu der damaligen Zeit es auch nicht so viele Sänger gegeben hätte in Deutschland, die das 1:1 das Niveau gehabt hätten. Ich stelle mir gerade vor, No Guts, No Glory von Udo Jürgens oder ja, so. Ey, ja, wer weiß. Obwohl, Udo Jürgens mochte ich ja echt sehr, sehr gerne. Aber ja, natürlich eine komplett andere Kiste, ne? U-Jazz, weiter geht's. Komm, Robert. Du musst aufholen. Na, es ist schon gut so, wie es ist. Das glaube ich dir. Ich hoffe, du kannst die Frage beantworten. Welche Waisenente wird vom Maulwurf Henk großgezogen? I know it. Alfred Jodokus Quack. Shit. Genau. Da-din. Da finde ich dieses Outro-Lied so geil. Dieses, Warum bin ich... Nee, das andere. Genau. Ja.
Oh, wie ging denn das? Das ist aber auch auf Holland, so Holland-Deutsch, ne? Nee, das war aber so, also... Das war doch langsamer, ne? Ja, es war langsamer, ja. So nostalgisch so ein bisschen halt, ne? Vielleicht sogar noch ein bisschen traurig, so. Also, ich fand das richtig... Ist das nicht mit holländischen, also mit Holland-Deutsch-Gesang? Hatte ich zumindest so in Erinnerung. Wann hast du das letzte Mal, dass du geguckt? Boah, ist auch schon lange her. Also, bestimmt 10, 15 Jahre mindestens, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Jazz, kannst du dich noch daran erinnern, dass du darüber eine Doku gemacht hast? Ich habe eine hängengebliebene TV-Folge darüber gemacht, ja. Und was ist dir aufgefallen, weißt du das noch? Vom Ton der Sendung her? Vom Ton? Ja, ja, von wegen wie, also die Atmosphäre, von der Thematik her. Das ist her. Ziemlich ernst, ne? Das ist total ernst. Ja. Ja, also ich hatte vorher, bevor Jazz die Folge gemacht hat, bestimmt 20 Jahre lang das nicht mehr geschaut. So. Ich hatte aber aufgrund des Titelliedes das als so happy abgespeichert. Mhm. Und dann bei der ersten Folge sterben direkt mal die Eltern von Alfred so und, ja. Und halt auch nicht gerade ohne. Mhm. So, und das hat mich echt ein bisschen so überrascht. Auch generell auch, da sind auch so Nazi-Anspielungen und ja. Hast du nicht gesehen. Also das Intro-Lied widerspiegelt nicht den Ton der ja. Sendung wieder. Ja. Wie viel steht's? Ging es nicht um 6-5. Nee, das ist Schlümpfe. Aber knapp daneben. Ich muss es, wenn wir fertig sind, dann suche ich es nochmal raus. Ja. Auf jeden Fall war das so ein 6, bisschen... 6-5, würde ich nur mit einem? Echt? Ja, ich hatte gleich die erste Frage falsch. Oh, okay, ja. dann muss ich mal hier, okay. Genau, such mal eine Schwelle raus. Das ist auch schon wieder so einfach. Ja, hau raus, schaffe ich. Welche Zeichentrickfigur liebt Lasagne über alles? Oh, einer meiner All-Time-Favorites, wo habe ich hier... War doch ein Hund, ne? War ein Hund. Ne, war ein Hund. Nee, der Hund war der Kollege. Der Kollege war Odie und natürlich handelt es sich um Garfield, ja. Der in den 80er Jahren und in den 90er Jahren einer meiner absoluten Lieblings. Also bevor ich so 7, 8 Jahre alt geworden bin und dann wirklich noch mehr so Turtles und die Action-Sachen abgefeiert habe, so meine ersten Zeichentrick-Liebeserklärungen waren Snoopy und Garfield. Hm. So, und ja. Also Garfield hat bis heute noch einen Stein bei mir im Brett. Ist, glaube ich, so die ignoranteste Cartoon-Figur, die es irgendwie gibt. Ich finde den so super. Das ist total krass, aber ist halt eine Katze. Also es passt halt auch wirklich. Ja, es passt total. Es passt wie Faust aufs Auge. So, deswegen mag ich den halt auch so gerne. Und da auch wieder Realverfilmung, ne? Ja, Vollkatastrophe. Boah. Themenwechsel. Ich führe mit 2. Jetzt wieder, ja. Hm. Jetzt gleich. Ja, bleiben wir bei dem Thema Schwäche für Essen. Wer hat in der Serie Chip und Chap, die Ritter des Rechts, eine Schwäche für Käse? Samson. Ja. Heißt er Samson, ja. Ja, okay, muss man nicht viel sagen. Räuber, Diebe sind auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Chip und Chap. Ritter des Rechts. Oh, Riesenfilm-Tipp, wer von euch das nicht mitbekommen hat. Vor 2 Jahren kam eine Realverfilmung von Chip und Chap raus. Auf Disney Plus. Die Animationsdings. Ja. Ja. Richtig gut. Das war für mich die Überraschung des Jahres. Ich bin davon, das war glaube ich noch in der Corona-Zeit, ich bin davon ausgegangen, dass es der größte Haufen Scheiße überhaupt ist. Hm. Und gucke es und denke, oh mein Gott, das ist ja gut. Da sind auch sehr viele Anspielungen auf Filme und so ja, drin. Ja, das ist echt, also für so unsere Generation ist das mega unterhaltsam. Hm. Eben wegen den ganzen 80s-Referenzen und so weiter. Also das kann ich echt nur empfehlen. So, ich empfiehlst du mir die nächste Frage? Mhm. In welchem Jahr fand die deutsche Erstausstrahlung von Johnny Bravo statt? Boah, da wäre ich auf jeden Fall raus. Option A, 1997, B, 1994, C, 1996. Okay, die Schwierigkeit, also 94 definitiv nicht, die Schwierigkeit ist, weil Johnny Bravo ursprünglich erst auf Cartoon Network lief, aber wir Cartoon Network in Deutschland empfangen haben. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, auf was sie hinaus zielen. Also ich hätte, meine Vernunft sagt mir, 1997 war die Erstausstrahlung, wo Johnny Bravo in Deutschland auf einem deutschen Sender zu sehen war. Das ist meine Antwort. Richtig. Ja, ey, Alter, ich wurde vom Fernseher großgezogen. Ja, ich auch. Ich habe zum Elternsprechtag den Fernseher auf so einem Schiebeding mitgebracht. So, und der hat die Gespräche geführt. Ja.
Ah, Johnny Bravo wäre ich halt vollkommen raus gewesen, war auch absolut nicht meins, also habe ich nicht geguckt. Oh, so lustig, also zumindest die englische Version auf Cartoon Network, ey, so hardcore abgefeiert, ey. Auch ein Geheimtipp, auch sehr, sehr gut, also ich sag mal so, gut gealtert für die Leute, die nicht empfindlich sind, für Leute, die Befindlichkeiten haben mit oder den Humor von früher nicht so abkönnen, dann besser die Finger davon lassen. Okay, wie viel steht's, Regie? 8-6. Alright. Also wir bleiben jetzt bei Cartoon Network. Am linken Ende das eine Tier, am rechten Ende das andere. Um welche Serie handelt... Ja, wollte gerade sagen. Genau. Und das habe ich, zum Beispiel wieder geguckt halt, ne? CatDog oder Biberbrüder habe ich auch geguckt. Das ist krass, okay, das ist dann diese 3 Jahre Unterschied bei uns, weil da war ich, die kamen so nach Johnny Bravo und Cow and Chicken und so weiter. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass das Cartoon Network ist. Für mich wäre das Nickelodeon gewesen. Also in meinem Kopf hatte ich das unter Nickelodeon gespeichert. Ich glaube, ich habe es dann auch auf Nickelodeon geguckt, wenn ich mich nicht irre. Wie hieß das andere? Oggi und die Kakerlaken? Ja, genau. Das ist für mich alles so Nickelodeon-Kram gewesen. Ja. Aber krass, ja. Aber CatDog hätte ich auch sofort. Mhm. Ja, geht ja nur. Okay, cool. Das heißt, 8-7? Mhm. Ist vorbei jetzt, ne? Also, hab gewonnen jetzt, oder? Schön wär's. Okay. Boah, ich muss immer hoch und runter scrollen wegen dem Punktestand. Das ist, ja. Okay, schauen. Ja. Zähle bitte 3 Gadgets von Inspektor Gadget auf. Okay, hast du alle Möglichkeiten da gelistet? Nee, aber ich habe fast alle im Kopf. Okay, ja, Gogo Gadgetto Hut, ne? Dann Gogo Gadgetto Taschenlampe und Gogo Gadgetto hier Sprungfedern. Mhm. So, da gibt's ja noch 20 Stück von. Der hätte ja ohne Ende gehabt. Aber hießen die auch so? Die hießen auch so. Aber das Coolste bei Gadget war nicht seine Gadgets. Das Coolste bei ihm war sein Auto. Genau, das Auto, Das Auto war mega nice und kam leider viel zu selten vor. Halt immer im Intro, so an der Sendung dann gefühlt so jede 30. Folge. Aber ja, das auch zum Beispiel, der ist zum Beispiel auch ein sehr interessanter Cartoon-Charakter. Und ich weiß, dass, ich weiß nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, aber ein Bekannter aus der Filmvertriebswelt hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass er Gadget jetzt neu released auf DVD. Mhm. So, und dass er da sogar 2-3 Folgen ins Kino bringt und so weiter. Fand ich halt cool. Also, weil Gadget ist für mich jetzt auch so eine Figur, also ich kenne, glaube ich, keinen, der Gadget doof fand. Das war halt so, das hat man halt geguckt, weil es auch nicht eine Sache, für die man immer aufgestanden ist. Ja. Aber wenn es lief, hat man es halt geguckt, weil es war unterhaltsam. Ja, fand ich auch immer cool, ja. Und wie Kralle hieß er, ne? Dr. Kralle. Dr. Kralle. Geiler Böse, also gut auch aufgebaut, dass man ihn nie sieht. Genau, mit der Mad-Katze. Ja. Das war schon echt nice, ja. Ja, Punktestand? 9-7, ne? 9-7, okay. Mhm. Goodie. Okay, wir haben nur noch 3 Fragen. Ich will dich die ganze Zeit abschütteln, aber irgendwie. So, du bleibst mir am Schwanz. Der Roadrunner hat mir das Genick gebrochen. Ja. Scheint mir. Der Robert, der die Folge zu Hause guckt, der fuckt sich auch gerade tierisch an. So und ich darf es auch meiner Freundin nicht zeigen, weil das ist so eine Frage, die sie mit Sicherheit weiß. Ja, den Rest wahrscheinlich nicht. So, ne? Davon hat sie keine Ahnung, aber den Roadrunner, da wird sie mir wahrscheinlich den Hals umdrehen. Ne? Ja. Okay. Welche Charlie Brown-Figur liebt seine Schmusedecke über alles? Ach komm, ey. Oh, Ich hab Charlie Brown auch nicht viel geguckt, muss ich sagen. Also klar, Snoopy kenne ich. Ich hab die ganzen Figuren vor der Nase, wie sie aussahen, auch das schwarzhaarige Mädel und so, ich komme auf die Namen gerade gar nicht. Entschuldigung, ich musste gerade kurz Trinkpause machen. Ja, der ist immer rumgelaufen und hat seine scheiß Decke dahinter sich hergezogen. Ja, wer ist das? Ja, das ist ja die Frage, ne? Boah, wie hieß der? Leider kann ich dir dabei nicht helfen. Ich hätte mehr Charlie Brown gucken sollen. Ja, gerne. Nee, komm ich nicht drauf, bevor ich hier 3 Stunden rumsitze. Also du übergibst an Sean. Ach so, ja. Linus. Yes. Wäre ich nie drauf gekommen. Charlie Brown, Linus, Marcy Van Pelt, Peppermint Patty, Lucy, Schröder. Also ich kenne wahrscheinlich 10 von denen. Liegt aber auch daran, ich gucke es gerade mit meinem Sohn noch. Also ich hätte es eh nicht vergessen, weil das einfach bei mir so tief in meinem Gedächtnis eingeprägt ist, weil ich die Filme so gerne schaue. Aber ich hätte es nicht vergessen. Also,
Ja, Linus mit seiner Schmusedecke. Und mit dem Daumen im Mund. Ja, stimmt da. Ja, wie viel steht's? Na, ja, 9-7 immer noch. 10-7. 10-7. Ich habe doch den Puck geklaut. Ach so, das stimmt. Oh. Hast du nicht gesehen, da war gerade dieser Typ, der so seinen Happy Dance gemacht hat vor der Kamera. Komischer Typ. Ja, okay, weiter. Sean, wie heißt Dagobert Duck in der englischen DuckTales-Fassung? Scrooge McDuck. Yes. Das hätte ich auch noch gewusst, ja. Ich hätte vielleicht ein bisschen überlegen müssen, aber da wäre ich auch noch drauf gekommen. Scrooge McDuck, weiß ich aber auch erst so seit 10 Jahren oder so. Es ist auch voll interessant, wenn man generell mal so die ganzen Namen von den Charakteren, zum Beispiel hier Tick, Trick und Track, Huey, Louie und Dewey oder so weiter, das ist halt auch wieder krass, wie, ich frage mich immer, also mir ist das früher auch passiert, so wenn ich so meine Familie in Amerika zum Beispiel besucht habe, so als Kind oder als Teenager und ich dann so mit meinen Cousins so über Figuren sprechen wollte von meinen Lieblingssendungen. Weißt du, und dann beschreibst du halt Charaktere mit den Namen, die du halt denkst, von wegen, ja, das sind wahrscheinlich in Amerika auch die Namen. Ja. Und dann wirst du angeguckt von wegen, ey, wovon redet der Typ denn da gerade? So, das ist mir bei einigen Kindersendungen halt passiert, wo ich mich halt frage von wegen, ey, Huey, Louie und Dewey hätten wir auch noch hingekriegt, wenn wir Tick, Trick und Track hinkriegen. Ja. Aber gut. Das war damals halt so. Was mir halt irgendwann später aufgefallen ist als Erwachsener, ist, dass ich Dagobert einfach, Donald, einfach auch nicht mehr verstehe, ne? Da ist die, echt? Da ist die Magie so weg irgendwie, dass als Kind habe ich alles verstanden halt, ne? Dieses so als Erwachsener, was labert der da? Gut hingekriegt. Also total krass irgendwie, ich krieg das nicht mehr so rein irgendwie. Ich wollte dir gerade auf das antworten, was du in Donalds Stimme gesagt hast. Sag nochmal. Ja, sag nochmal. Ich hab gar nichts, ich hab nur... Ja, gut, und dir? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also ich verstehe es immer noch, aber du bist nicht der Einzige, dem das so geht. Ich habe vor einem Jahr oder so mit einer Freundin so einen Disney-Weihnachtsfilm geguckt. So die Weihnachtsgeschichte mit Donald Duck und Mickey Mouse und Scrooge McDuck. Mhm. Und da redet Donald Duck halt auch so und ich musste alles für sie übersetzen. Ah. So, was sagt er? Ich so, ja, das sagt er, ja, das sagt er. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das für mich spricht, dass ich den verstehe. So, ich weiß jetzt nicht, ob das was Gutes ist. Das ist eine gute Eigenschaft? Ich weiß es nicht. So, Dolmetscher für Donald Duck, ey, auch nicht schlecht. Ja, aber Punkt für dich auf jeden Fall. Alright, gönne ich dir. War das jetzt die vorletzte? Das war doch gar keine. War das eine Frage? Nee, ich hab. Ach so, ich habe eine Frage beantwortet. Ja, dann gratuliere ich mir selber. Gut gemacht. Genau. Cool. Ja, jetzt kommt die letzte. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Okay. Welcher der Teenage Mutant Hero Turtles ist der beliebteste? Der beliebteste? Boah, das ist doch eine sehr, sehr, sehr doofe Frage, weil das... Wer hat da bitte die Statistik für ausgeführt? Keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal Donatello? Nee, niemals. Raphael? Michelangelo? Also. Ich kenne zumindest alle. Das, ja... Also, ich analysiere mal hier als Bundeskanzler. Oh, jetzt kommt's her. Liebe Damen und Herren. Nein, also, Leonardo war früher der mit Abstand beliebteste, weil er auch der Anführer der Turtles war und die zwei Schwerter hatte und so weiter. So, das heißt, bei den Kindern war Leonardo immer der beliebteste. Mhm. In der jetzigen Zeit, so wenn man als Erwachsener zurückblickt, ist 100% Raphael der beliebteste. Deswegen würde ich sagen, dadurch, dass Erwachsene das beantwortet haben, ist Raphael die Antwort. Es ist nicht Donatello, 100%ig nicht. Aber wer war der Lustige von den Vieren? Michelangelo. Hm. Ja, okay, Jury? Okay, und in der Statistik, die ich halt gesehen habe, ist er der beliebteste. Er wurde halt auch irgendwie als Ur-Turtle. Wer jetzt? Michelangelo. Michelangelo soll der never ever. Weil er der witzigste war einfach, oder was? Ja, ja, auf aber Platz 2 wäre dann halt Raphael. Ja, never ever. Und dann kommt Leonardo und Donatello. Donatello ist auf dem letzten. Okay, ich mochte tatsächlich als Kind Donatello am meisten, war dann aber immer gegen die Leonardo-Fraktion. Also keine Ahnung, wer die Statistik gemacht hat, aber ich bin mir so sicher, dass Raphael wesentlich beliebter bei den Erwachsenen ist als Michelangelo. Ja, ich wusste auch, dass du das sagen wirst, aber ja, die so Antwort ist halt... Also hast du gegambelt, dass er die Frage kriegt, oder? Hast gehofft, dass ich die kriege, ja, ne? Ja, nee. Und traue keiner Statistik, nee, die du nicht selbst gefälscht ja, hast. Ja, wirklich, wirklich. Nee, also 100% bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber gut, könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare reinposten, wer euer Lieblingsturtle ist. So, natürlich wird Michelangelo auch seine Fans haben, aber ich bin mir einfach sicher, dass Raphael nach wie vor der beliebteste
er bei den Erwachsenen ist, weil er auch eben diese erwachsenste Persona hat, beziehungsweise die mit den meisten Ecken und Kanten. Aber gut, andere Geschichte. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du dich diesem Duell gestellt hast. Ja. Und du hast auf jeden Fall mir die ganze Zeit in den Nacken gehangen. Ja. Und ja, der Roadrunner. Ja, der war ein bisschen peinlich. Gut gestartet. Gut. Ja, Bumpedibu, wer kennt's nicht? Nein, aber war auf jeden Fall ein knappes Rennen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du möchtest eine Revanche. Auf jeden Fall, ja. Definitiv bin ich dabei. Ja, gut. Die würde ich dir auch sehr, sehr gerne geben, weil tatsächlich diese Quizze machen mir sehr, sehr viel Spaß. Aber vielleicht noch ein Ticken schwerer wäre vielleicht ganz geil. So Fragen, wie heißt der Böse von Schlümpfen? Weißt du, Fragen, wo man halt nachdenken muss. So schwierig halt, ne? Das wäre jetzt für dich schwierig gewesen? Das wäre richtig schwierig gewesen, ja. Alright, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Vergesst bitte nicht, den Robert könnt ihr noch auf seinem Kanal auf Ungeschnitten euch anschauen. Und ansonsten vielen, vielen Dank auch an Jazz für die Moderation. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf Sean David TV. Bleibt gesund und bis dann. Bis dann. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von Sean David TV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.